Es war eine stolze Zeit. Eine Zeit der transstellaren Raumfahrt mit Parser-Antrieben, zeitentschleunigtem Reisen, interaktiven Peer-to-Peer-Friedensverträgen, Kernslottern, Dipolbrechern und Dreierkörnungsachsenfräsen. Es war die Zeit der großen Fragkriege. Nach den desaströsen Offensiven zwischen den El-Hark und den Tetroplakten, an deren Tiefraumgittern sich nach und nach 26 weitere Bevölkerungscluster beteiligten, verblieben 6250 Petameter des Lariatratis-Spiralarms verödet. In seiner pandämonischen Endphase forderte der sechste Fragkrieg 26.456.434.122 Opfer, inklusive künstlicher Intelligenzen laut Holzberg-Bewusstseinsskala. Die finalen drei Fragkriege dauerten insgesamt 4 Minuten. Nach 14 Tagen und 6 Stunden war der Weltraum zwischen Zeta Draconis und Lorch 3 wieder befriedet. Gewonnen hatte keine der beiden kriegsführenden Parteien. Im Zuge der konsensgesellschaftlichen Kriegsaufarbeitung wurde auf beiden Seiten die Entmachtung der kriegstreibenden politischen Führung beschlossen. Gerling, früherer Souverän des El-Hark-Imperiums, und Gloob, einst ruhmreicher Simulator des Tetroplakten-Realienvolumens, wurden verurteilt zu verschärfter, körpergetrennter Haft. Diese höchste Sicherheitsvorkehrung wurde getroffen, um ihren versprengten Anhängern eine mögliche Befreiung zu erschweren. Bis auf Weiteres wurden die Körper mit einem 256er Schlüssel versehen und in ein Hochregallager auf Luman 4 verschifft. Die geistigen Volumina der Entmachteten wurden von der Vereinigten Exekutivmacht ausgeschnitten und nach Largos verbracht, um im Gehirn fremder Wirtskörper verwahrt zu werden. Dies stellte in jenen Tagen ein übliches Verfahren dar, denn es war eine der wenigen Möglichkeiten, sich ein Studium zu finanzieren.